Der Donaupark ist eine großzügig angelegte Parklandschaft auf der rechten Donauseite. 1964 wurde diese Parklandschaft gemeinsam mit dem Donauturm im Rahmen der Wiener Internationalen Gartenschau eröffnet. Diese Schmalspurbahn führt seit der Eröffnung der Gartenschau im Jahre 1964 die Besucher durch das große Areal. Die ca. 3 Kilometer lange Rundfahrt führt uns durch das großzügige Naherholungsgebiet der Großstadt. Kleine Wälder, großflächige Wiesen wechseln mit farbenfrohen Blumenlandschaften ab. Der Irissee ist ein rund 30.000 Quadratmeter großes, künstlich angelegtes Gewässer mit einer großflächigen Sumpfzone mit einer reichhaltigen Fauna und Flora. Die Skulptur Das goldene Kalb, die Technik als Apokalypse, stammt vom Wiener Künstler Karl Anton Wolff. 1983 feierte Papst Johannes Paul II. Auf dem Areal des Donauparks eine heilige Messe. Mit seiner Aussichtsplattform in der Höhe von 150 Meter bietet der Donauturm einen herrlichen Panoramablick über ganz Wien. In unmittelbarer Umgebung des Donauturms finden sich eine Reihe von Denkmälern südamerikanischer Freiheits- und Nationalhelden. Diese herrliche Grünanlage ist mit der U-Bahn U1 problemlos vom Stephansplatz in 10 Minuten zu erreichen. Nach rund 20 Minuten erreichen wir mit der Lilliputbahn wieder unseren Ausgangspunkt, den Rosengarten. Wenn dir die Fahrt mit der Donauparkbahn gefallen hat, ich begleite dich auch gerne auf dem Donauturm. Siehe mein Video Donauturm Wien auf meiner Playlist Städtereisen.